Zurück zu diesem wunderbaren neuen Video. Johanna ist mit am Start, weil die wollte jetzt nämlich gehen, aber ich weiß, wie sehr ihr das mögt, wenn Johanna in Videos ist. Deswegen habe ich dich jetzt einfach noch hier behalten und du gehst mega jetzt. Nett von dir. Also ich würde cool, jetzt ne? gehen. Es werden Abos auf YouTube momentan gelöscht, von daher lass doch gerne mal ein Abo da, damit wir die 1,5 Millionen Abonnenten auf jeden Fall knacken dieses Jahr. Das wäre sehr schön. Das würde auch Johanna, das würde dich freuen. Das reicht jetzt. Geld, komm. Das wird dich freuen, oder? Super, Daumen hoch, cool. Glocke. Leute, wir machen mal einen kleinen Review und die Peets kommen später noch. Es war alles kahl am Anfang, alles leer. Ich habe mein kleines Sideboard fertig gemacht. Hier inzwischen die allseits berühmte Akkuschublade. Kann ich nur jedem empfehlen. Alle Bildschirme hängen inzwischen an der Wand und das ist... Geil. Danke. Hier auch natürlich der Fernseher schon am Start. Die Switch ist inzwischen auch vernünftig angeschlossen. Das heißt... Kriegst du noch eine Nackenstarre? Also... Fühlt sich gut an. Ja, super cool, ja. Also mega cool. Da kann man mega stolz drauf sein. Da kann man voll stolz drauf sein. Nee, also. Die Canon ist tatsächlich jetzt auch schon mit angeschlossen, deswegen steht hier gerade kein Signal. Ich habe mir noch so einen Dummy-Akku geholt, dann bleibt die nämlich die ganze Zeit an, weil mit einem normalen Akku schwierig. Das prollig ist? Das hier? Warum ist das prollig? Ja, so eine Facecam. Hat man da nicht so eine kleine Webcam mal in Zeiten benutzt von... Ja, als Gronkh noch Klicks gemacht hat. Nein, Quatsch. Ah, ja. Das hat man früher tatsächlich benutzt, aber die Webcam steht jetzt hier und ich habe mir schon einen Arm geholt. Dann kommt die nämlich nach da oben und dann wird das eine totale. Weißt du, von wem ich die Idee habe? Montana Black. Ui. Eigentlich... Ui, da klingelt. Jetzt aber ganz schnell. Jetzt aber ganz schnell. Tschüss. Tschüss. Die muss los, Bruder. Hier, wie gesagt, das ganze Setup ist soweit jetzt erstmal am Funktionieren. Das Mikrofon ist inzwischen auch dran. Also das haben wir jetzt alles in der Woche sehr gut gewuppt. Hier sind wir gerade noch am Überlegen, was wir als Dämmstoff benutzen. Für den Hintergrund hier bei diesen Dingerchen bin ich jetzt gerade gelandet. Das sind im Prinzip immer so leicht angeschrägte Schaumstoffplatten. Die kann man so zusammenlegen und das dann im Prinzip an der Wand fände ich ganz cool. In die Mitte hier kommt ja wie gesagt noch das Dreieck aus Nanoleafs. Dazu, wie gesagt, kommt ja noch ein separates Video. Das ist der zweite Teil von dem geilsten Gaming-Zimmer ever. Das zweite ist so ein bisschen die Ausstattung zu zeigen, hier die Sachen fertig zu machen und das dritte ist dann eine komplette Roomtour mit Funktionstest. Das sind so die drei Teile davon. Weiter geht's! Hier ist immer noch... Ist immer noch der gleiche Stand wie vorher. Das ist aber tatsächlich jetzt liegt am Bällebad, was nicht schlimm ist, sondern hier wird, wie gesagt, einfach nur aufbewahrt. Danach kommt, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, wir machen nicht so viel Bauen. Wir machen natürlich ein bisschen Bauen. Danach kommt hier höchstwahrscheinlich noch ein Kollege und der wird mir helfen, hier vielleicht auch ein Setup mit reinzumachen und dazu, wie gesagt, später. Das ist wirklich der einzige Raum, den wir jetzt in Ruhe gelassen haben. Hier ist ja, wie gesagt... Hier in dem Zimmerchen waren wir auch sehr fleißig. Ilja ist schon fleißig Sachen am Ausprobieren, noch mit Webcams, Cams am Cammen. Ihr seht, wir sind schön am entspannt hasseln. Hier haben wir jetzt unser großes Lager mit reingemacht, wo wirklich alle Sachen auch mal vernünftig verstaut sind und wir alles relativ schnell wiederfinden können, wo sogar noch ein bisschen Platz zusätzlich ist. Aber meine Güte, wir brauchen wirklich nichts mehr. Bildschirmkabel, alles Mögliche. Wie gesagt, die Fläche, die einfach tatsächlich im UFO gefehlt hat. Hier auch nochmal Kabelboxen, sei es denn USB-Kabel oder irgendwelche Stromgeschichten, die jetzt keine Verwendung mehr hatten, aber die kann man halt immer mal brauchen. Ihr seht es hier. Kostüme. Detlef scheint ja anscheinend in irgendeiner Form eingezogen zu sein. Okay. Warum lachst du? Hast du ein Problem? Ja. Willst du ein Problem haben oder was? Ich hab schon gesehen. Okay. Brauch keinen mehr. Okay, okay. Inzwischen kann ich euch hier die 95% fertige Küche präsentieren. Morgen kommt der Kühlschrank. Dazu dann noch sehr wichtig, ein wenig Silikon. Es wird noch abgedichtet natürlich. Ansonsten hängt hier auch alles soweit und funktioniert tatsächlich. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Dementsprechend kann oder beziehungsweise ist auf meinem Plan auch, dass wir nächste Woche schon anfangen zu kochen, denn es gibt hier nach wie vor ein Harry Potter Kochbuch, was in dieser Ecke steht. Das möchte ich natürlich auch mal vernünftig benutzen. Hier wird alles noch weiter eingerichtet. Ich glaube, wir haben oben schon genau ein paar Sachen drin. Auch noch die Tassen vom Weihnachtsmarkt. Wir machen hier diese Mülleimer, wenn wir filmen, weg. Und hier kommt dann eine Kochinsel mobil hin. Die macht so ein bisschen dieses Viereck hier zu. Das heißt, da kann man sich richtig schön austoben. Es wird verschiedene Kamerawinkel geben. Hier, wie gesagt, wenn man arbeitet und schneidet und einmal hier noch separat, wenn man mal was Aufwendigeres kocht, eine von vorne, also hier, die den ganzen Raum abfilmen wird. Das ist der achte Tag drin und das war komplett leer.
Küche steht. Und hier an der Stelle wirklich an Sedos Bruder von Sedo Talk, der Bruder, an den Dominik. Großes Küsschen geht raus, Leute. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Der macht auch ganz viele kreative Werksachen und bastelt da. Und wir haben auch schon über ein, zwei andere Projekte gesprochen, die in Studio 2 passieren. Ich habe ihn ganz oben verlinkt. Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Super netter Mensch. Ist mir sehr ans Herz gewachsen die letzten Tage. Ich bin dafür, dass ihr da mal vorbeiguckt, denn da kommen noch ganz coole Sachen auch auf seinem Kanal auf euch zu. Beim Umzug ist mein Schriftzug hier kaputt gegangen. Guck mal. Hier und da auch. Hier. Das heißt, der funktioniert in der Form gerade erstmal nicht mehr. Wir arbeiten daran, in irgendeiner Form das zu ersetzen. Die Uhr ist auch wieder am Start, natürlich auch mit dem Subscriber-Counter. Das heißt, Leute, wenn ihr abonniert, ist das tatsächlich hier im Waffeleisen oder wie wir in Kurzform sagen, im Eisen. Ihr seht hier schon gebohrte Löcher, die sind für den Schriftzug. Dann dazu, ihr seht schon, ist hier unsere schöne kleine Samtcouch noch dazu direkt angekommen. Garderobe war schon mit drin, Tisch habt ihr auch gesehen, haben wir mit aufgebaut. Heftig, deftig, kräftig, gut. Was noch fehlt, ist jetzt der Kühlschrank da. Hier kommt noch ein fetter Getränkekühlschrank hin. Das war nämlich immer mein Traum, da wo ich arbeite, wirklich Getränke zu haben, vernünftige. Besonders so nach der UFO-Schädigung, sage ich mal, wo wir es nicht hingekriegt haben, irgendwie mal uns zu einigen, vernünftig Getränke zu kaufen, Leute. Kann ich euch nur sagen, ich freue mich, wenn hier Gäste reinkommen. Es kommen übrigens gleich noch ein paar Gäste. Es kommen nämlich gleich die Pietz. Dann denen auch mal zumindest ab nächster Woche auch immer kühle Getränke präsentieren zu können. Kaffeemaschine, natürlich auch warme Getränke in der Küche und. Wir sind jetzt hier im letzten Raum angekommen, wo wir wirklich schon die erste Woche durchgehasselt haben. Clara und Ilja haben hier den Raum schön zusammengefriemelt und hier wirklich alles fertig gemacht schon. Der Server oder mein Server steht hier schon mit drin. Dann die Werkzeugsachen, die wir bis dato jetzt noch zusammengelesen haben, ein paar werden dann noch benutzt, sind hier am Start. Alles schön fein säuberlich geordnet, Getränke sind da und das finde ich auch sehr schön und es ist vor allem mal was, wo man wirklich sein Zeug abstellen kann oder auch mal eine Leiter oder auch mal die ganzen anderen Sachen oder Werkzeug und es einfach schön sortiert ist. Das war der kleine Preview von Woche 1 von mir, wo ich aktiv mal ein bisschen drüber quatsche. Ich finde es krass, was wir wirklich in 7-8 Tagen, also in einer Woche, geschafft haben hier schon. Ich finde es auch sehr gut, weil ich, wie gesagt, mitbekommen habe, dass viele von euch jetzt nicht so unbedingt auf diesem Bautrip waren. Solche Sachen, da hakt man halt die Lehne ein und das habe ich euch auch ganz kurz gezeigt, ne? Ich kann es verstehen, deswegen machen wir das schön fertig, fangen direkt an mit ein paar Formaten, die ich mir ausgedacht habe, gerade auch kochmäßig will ich auf jeden Fall 2019 auch ein bisschen durchstarten, weil ich mega Bock drauf habe, selber richtig schön immer mal wieder koche und Leute, ich glaube, auch mal für GMI muss ich mal ein bisschen besser lernen zu kochen, damit ich Kelly auch mal ein bisschen was auf die Rübe geben kann. Ha! So, Pietz sind inzwischen auch angekommen. Wir sitzen direkt am Tisch. Das ist voll die gesellige Ecke. Ja, Hammer, ne? Ja. Es funktioniert direkt. Wir sind alle YouTuber immer bei dir. Guck mal, und er setzt sich direkt auf die Couch. Live-Test bestanden. Tut mir leid. Nein, lass einfach nie wieder miteinander reden. Ich zieh aus, Johanna. Kein Bock mehr. Oh mein Gott. Aber Stummi, ey, was ist denn da passiert? Das ist ja kaputt. Ja, das, ich will es nicht sagen. Ich will es jetzt nicht unbedingt auf jemanden schieben, aber wir gucken jemanden an. Das war schon ihre Schuld, dass das hier leider voll komplett ist. Das ist total geil. Das ist aber nicht schlimm. Wir probieren die Leute nochmal anzurufen hiervon. Du findest es hier? Du findest es gut? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Wichtige Kritik ist immer von den Kollegen. Also ich finde das ziemlich cool, bis auf die Tatsache, dass er unfassbar dekadent ist, weißt du? Und ich bin ja auch immer so eher der Bescheidene. Ja. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hier, ja, ja, ist nicht mal echtes Gras. Doch klar, ist das echt. Das ist echt das Gras. Ich wässer das jeden Tag. Das ist kein... Echt jetzt? Ja, klar. Das ist aber noch viel schlimmer, ja, finde ich halt, dass du mit diesem nicht echten Gras den Boden nicht ausgelegt hast. Na, du musst mal mit dem Golf spielen. Komm doch einfach mal nächsten Monat, als ob nicht vielleicht eine potenzielle Minigolfbahn in einem gewissen Studio 2 sein könnte. Ich bin nicht neidisch, ich hasse dieses Boot. Guck mal, wie gut das funktioniert. Guck mal, wie gesellig die da alle sitzen. Ist einfach so, wenn man sich so anschleicht, sich das anguckt. Wie locker die Jungs hier sitzen. Und ich will jetzt von euch einen Daumen nach oben und eine Bewertung, wie ihr es hier findet. Auf 3. Achso. 3. Was ist denn mit dir los? Ich will Reus. Traurig. Ich will Reus POTM haben. Danke, Leute, ihr seid fantastisch. Ich finde das hier ziemlich cool. Mega geil. Und hasse Sturmwaffel dafür. So, ich höre die jetzt auf zu filmen, Leute. Wir hören dieses Video auch auf. Haut rein. Bis dann. Tschüsschen. Danke. Alter, nice, ey. Und die Glocke nicht vergessen. Hammer! Und Pietzmeet abonnieren, wie immer. Tschüssi! Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß.
und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.